Name your game. Ich bin falsch. Vielleicht kommen wir so auch hin. Ja, komplett falsch. Wie der über uns wacht. Aber Doppelsprung ist schon knackig. Sieht auch cool aus mit dem 360, den er da macht. Jetzt müsste ich richtig sein, oder? Ja. Hier will er mich ja auch nicht sehen. Au! Ich bin ja da. Bin schon fast da. Und? Hier geht's jetzt weiter. So, das ist damit gemeint. Brauch hier aber trotzdem meinen Freund kommen. Die Minimap ist weg, aber das stört uns nicht. Neue Karte freigeschaltet. Drücke Y. Bringe die Gravuren zum Leuchten. Es ist jetzt mega klein. Gehe ich erstmal in diese Richtung, ne? Ich finde es auch schön, dass es so eher wie eine Reise aufgebaut ist und weniger auf Gewalt oder komische Sachen machen, sondern einfach entspannen, Spaß haben am Spielgefühl. Ja, wo landen wir denn hier? Na, erstmal den Schmetterling holen. Das war er. Friend. Das sieht wie so ein mega geheimer Bereich aus. Wo muss ich denn hin mit dem? Ah. Komm noch ein bisschen.
Noch ein bisschen. Ja, schön. Wow, die Sonnenstrahlen, fantastisch. Ah, und da ist schon eine Gravur. Wow. Sie leuchtet. Und auch hier scheint alles zu wachsen, wie von Geisterhand. Kann ich hier etwa abkürzen? Boah. Was ein krasser Sprung. Nee, hier komme ich ja nicht unbedingt drauf. Er ist so klein, der Kleine. Erstmal in die Richtung. Unten gäbe es auch noch was zu entdecken, sehe ich gerade. Boah, das ist ja eine ganze Armee. Die kämpfen. Sieht ein bisschen aus wie ein Nashornkampf. Gibt's Nashornkäfer? Ich weiß es nicht. Wäre eine gute Gelegenheit, das mal zu googeln. Aber es gibt so Käfer, die kämpfen mit ihren Hörnern. Yo. Oh, das ist ein Roter. Der ist besonders schnell und aggressiv. Wow. Wie könnte ich das schaffen? Was ist das hier? Die Libelle? Nimmst du mich mit? Ich glaube, hier ist noch kein Weiterkommen möglich. Deswegen gehen wir erstmal zur Gravur. Wir müssen später nach links. Und das ist auch möglich an dieser Stelle. Ah, hier waren wir doch schon. Man muss den immer wieder antreiben. Das sollte mir doch gelingen. Oh, so ein friedlicher Ort, diese Welt hier. Da fühlt man sich wirklich in eine Traumwelt versetzt. Ah, hier nach oben. Alles klar. Jawohl, wir haben es gefunden. Und was passiert jetzt? Es wächst und wächst schon wieder.
Sprich mit dem Oberhaupt. Ja, zeig mir das Oberhaupt. Ah, der ist da drüben. Hi. Bist du es wirklich? Du bist echt groß geworden. Wir versuchten damals, sie zurückzuhalten, damit ihr entkommen konntet. Deine Familie brachte dich zum Felsenvolk. Um in ihr Königreich zu gelangen, musst du in der Lage sein, schwere Hindernisse zu verschieben. Bring mir 5 Schmetterlinge und ich bringe es dir bei. Ja, der alte weise Mann will 5 Schmetterlinge, die holen wir dir doch. Gar kein Thema. Wenn ich nur wüsste, wie ich hier hochkomme. Ach so. Nee, guck mal. Hier kommt man nicht hoch. Oder doch? Kommt man hier noch höher? What? Irgendwo müsste da ja einer sein. Ah, da drüben. Dankeschön. Unten ist auch noch einer, aber den holen wir am Schluss. Jetzt gehen wir erstmal drauf. Es ist hier wieder, ne? Dass wir den davor übersehen haben? Das wundert mich schon ein bisschen. Aber halb so schlimm, so haben wir noch mehr Zeit, diese schöne neue Welt zu erkunden. Shit. Ja, da waren wir schon. Da kam ich eben nicht durch. Dann muss ich... Wie komme ich denn da rauf? Ah, der ist über mir. Jetzt sehe ich ihn. Was können wir machen, um da durchzukommen? Ich komm nicht rauf. Scheiße, ich weiß auch nicht wie. Vielleicht muss ich wirklich von der anderen Seite herkommen. Wo der Stern war, also die Gravur.
Das probieren wir jetzt. Mach ihn fertig. Nochmal. Gleich müssen wir auf die Karte gucken. Ja, jetzt müssen wir durch so ein kleines Loch. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir es. Na? Ja, das sieht gut aus. Jetzt sind wir hier. Jawohl. Ich glaube, der kann uns potenziell töten. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schmetterling. Und dann bin ich bereit für unsere neue Fähigkeit. Geh durch, kleines Wesen. Unten durch. Kann ich nicht, ne? Doch, mein Gott. Ja, jetzt bin ich richtig. Und den letzten Schmetterling finden wir ganz unten. Dazu müssen wir den Opa passieren. Und da haben wir es auch schon. Jawohl. Sprich mit dem Oberhaupt. Ich bin noch hier, Opa. Okay, ich muss auf sein Haupt. Deswegen Oberhaupt. Ah, jetzt versteh's. 5 Schmetterlinge. Na, dann wollen wir dir mal beibringen, wie man Dinge schiebt. Wie so eine Fingerkuppe oder ein Fingerhut. Halte B gedrückt, während du dich bewegst. Okay, der Eingang zum Felsenkönigreich ist durch den Tunnel dort. Schieb einfach den Felsblock hinein und du gelangst zu ihm. Alles Gute, meine Liebe. Dir auch, Opa. Das finde ich halt gut, dass man hier langsam zu neuen Dingen eingeführt wird. Nicht so alles schnell, schnell auf einmal. Es ist so ein Tutorial on the go, was ich sehr gut finde.